Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man solche Wand- bzw. auch Deckenverkleidung schneiden kann. Ihr könnt hier sehen, das ist eine Natursteinoptik und hier habe ich schon mal so ein zurechtgeschnittenes Stück. Ich zeige euch auch erstmal die Schnittkante. Ich muss selber gucken, das ist diese hier. Hier habe ich selbst geschnitten. Das wäre die Originalkante, wo nicht geschnitten wurde. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die Platten zu schneiden. Zum einen könnt ihr das mit der Flex machen, muss ich allerdings sagen, finde ich jetzt nicht ganz so gut, macht auch etwas mehr Dreck. Viel besser geht es, wenn man das Ganze mit einem richtigen Cuttermesser macht, ein Teppichmesser. Nehmt aber auf jeden Fall ein vernünftiges dafür. Bitte nicht solche Exemplare hier verwenden, die brechen euch eher ab oder ihr schneidet nicht tief genug und dann brechen die Platten oder es reißt einfach nur ein. Also die bitte nicht verwenden. Ich kann euch mal ein geeignetes Messer unten verlinken, womit man das wirklich wahnsinnig gut zurechtschneiden kann. Und ja, bevor ich einfach noch mehr erzähle, zeige ich euch jetzt, wie es geht. Und ja, probiert es selber dann mal aus. Ich würde euch auf jeden Fall das Teppich- bzw. Cuttermesser dafür empfehlen. Ja, wie ihr gesehen habt, funktioniert das wirklich einfach und gut. Ein paar Mal anritzen, zwei, drei Mal reinschneiden, ein bisschen aufdrücken, nicht nur einfach drüber gleiten lassen. Und dann könnt ihr die Platte aufbrechen, dann setzt ihr nochmal einen Schnitt an und dann habt ihr die Platten aufgetrennt und geschnitten. Man kann so in jeder erdenklichen Form das einfach zurechtschneiden. Mit der Flex finde ich es ein bisschen umständlicher, deshalb versucht es einfach mal mit so einem Cuttermesser aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!